So, meine Freundin, wie ihr wisst, habe ich mir eine Rakete gebaut. Ich bin gerade dabei, die neue Rakete im Video zu schneiden. Habe aber gemerkt, okay, du hast wieder keine Anmoderation. Was ja nichts Neues ist bei mir. Deswegen sitze ich wieder hier in meinem Zimmer und mache eine neue Anmoderation. Weil das gestern alles sehr kurzfristig war mit der Rakete. Anmoderation heute, Testflug gestern. Denn ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe mir eine Rakete gebaut nach einer Anleitung von einem YouTube-Video von Racket Fueled Rocket. Mein erster Raketenversuch finde ich hier oder hier. Ich weiß nicht mehr genau, wo es verlinkt wird, ob es links oder rechts war. Auf jeden Fall, der erste Versuch, den ich mit dem Kumpel durchgeführt habe, war ja nicht so effektiv. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, es fehlt diese Startschiene und diese Flügel von der Rakete. Ich habe mir jetzt nur die Flügel gebaut aus einem Milchkarton. Ist alles stabil. Aber irgendwie. Seht selbst. Läuft es überhaupt schon? Läuft die Zeit? Ist die Kamera richtig eingestellt? Ja. Du nervst! Weil, wenn ich es wieder sehe später, dann machst ich du es schon wieder, wie das dann alles krumm und schief ist. Ja, mach doch selbst. Wie denn? Durch einen Fußfilm oder? Du hast doch so ein super Stativ. Ja, hab ich auch. Dann los. Die Luftpumpe. Das wird richtig gut, sag ich dir, glaub mir. Ich habe ja ein Grundstück auf dem Mond bald. Gehen wir gleich hoch. Wenn es weitergeht, mal nach. Okay, 6 Bar. Mit Flügel 6 Bar. Vielleicht musst du jetzt die Rakete kommen. Ja, machst du dann auch, kannst du hinterher. Aber das Handy nicht fallen. Schmeiß dein Handy hoch. 1, 3, 2, mit Flügel. Der Kurs klappt. 1. Mehr als machst du nicht genug. Boah, das hat nicht geklappt! 5 Bar ohne Wasser. 3, 2, 1. Wo ist die denn? Die ist viel zu langsam. Toll, aber wirklich hoch war die auch nicht. Hoch war die nicht, ne? Ich frag mich warum. Brauche ich wirklich so eine scheiß Startschiene, ey? 5 Bar. 3. 2, 1. Was war denn das, Alter? Warum? Es ging ja ohne Flügel besser. Ich versteh's nicht. Wirklich wegen der Startschiene, kann das sein? 7,4 Bar. Und 3, 2, 1. Bist du ready? Kannst du hinterher lang? Was? Auf die Mitte, fertig, go! Wer hat das nicht geworden? Warum liegt die Rakete hier? Was ist? Ich versteh's nicht. Eins. Vielleicht hat die auch mit Wasser zu viel Druck. Oder? Ich denke, das geht besser heute. Irgendwie. War das nicht so wirklich. Einfach mal. Ja, wie ihr gesehen habt, es ist alles gar nicht so einfach. Denn immer wenn die Rakete abhebt, dann kriegt die direkt einen Drall nach links oder rechts und macht dann wilde Akrobatik in der Luft. Entweder hat sie zu viel Power, dass sie direkt geschleudert wird, oder ich kann es mir nicht erklären. Aber ich bleibe natürlich dran und hole mir noch ein, zwei Tipps. Wenn ihr Tipps habt, auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich glaube, das nächste, was ich probieren werde, ist eine Hartplastikflasche, denn die sind vielleicht etwas stabiler. Anstatt diese Tonic Water Flasche da aus diesem weichen PET. Wenn ihr irgendeinen Verbesserungsvorschlag habt, auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, denn vielleicht schaffe ich es ja dann, die Rakete 100 Meter in den Himmel zu schießen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen und ja, Verbesserungsvorschläge auf jeden Fall unten rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Peace.